So soll es einmal aussehen, das Meisterstück der deutschen Landschaftsgärtner. Der Baum in der Mitte und die Fläche ist vorgegeben, der Plan ebenfalls. Alle Teilnehmer haben die gleichen Startbedingungen. 2 Tage Zeit, 11 Teams kämpfen um den Titel. Für Bayern am Start Fitus Pirschlinger und Michael Schmidt. Wichtig ist, dass alles zusammenpasst, von der Genauigkeit an der Teamfähigkeit, die Sauberkeit am Arbeitsplatz, dass alles passen muss. Und, ja. Seid ihr gut in der Zeit? Ich glaube schon, dass wir es fertig bringen. Ja, wo mehr gibt im Holz und ich, wo mehr gibt im Pflaster, dann haben wir das so aufgeteilt, dass man jeder seinen Bereich hat. Gleich nebenan die Mitfavoriten aus Baden-Württemberg. Wer hier gewinnt, darf nicht älter als 21 sein. Denn nur dann dürfen die Sieger bei der Handwerker-Weltmeisterschaft in Abu Dhabi mitmachen. Das motiviert die jungen Landschaftsgärtner natürlich umso mehr. Team NRW wirkt ruhig und abgeklärt. Die beiden waren letztes Jahr schon mal dabei. Letztes Jahr sind wir Vierter geworden. Ist natürlich ein undankbarer Platz, sag ich mal. Und dieses Jahr wollten oder unser Ziel ist auf jeden Fall, aufs Treppchen zu kommen. Auch wenn die Grundvoraussetzungen gleich sind, nicht alle Zweierteams gehen gleichermaßen vor. Schleswig-Holstein beginnt mit den Holzbrücken, andere setzen die Mauern zuerst. Es überrascht zum Beispiel, dass dieser ganz äußere Pflasterring bei vielen zuerst gesetzt wurde, hat zur Folge, sie müssen immer drüber springen. Und es ist absehbar, dass sowas mal krumm getreten wird. Da hätten wir gesagt, arbeitet sauber von innen nach außen, aber wir geben denen das natürlich nicht vor. Dann nur noch 1 Stunde Zeit. Endspurt für die Landschaftsgärtner. Der krönende Abschluss, die Pflanzen müssen gesetzt werden. Ja, bis jetzt sind wir schon noch zufrieden. Das passt schon noch. Jetzt müssen wir noch mal ranklotzen, oder? Jetzt noch mal 1 Stunde reinhauen und dann Ende. Ihr habt noch 1 Stunde. Haut das jetzt noch hin? Ja, muss. Aber jetzt wird's schon stressig. Baden-Württemberg bringt extra noch Kordeln an die Brückengelände an. Und auch die Bayern werkeln bis zum Schluss. 15 Sekunden. Ihr habt ja die letzte Sekunde ausgenutzt, oder? Ja, ja, klar. Muss spannend machen. Genau. Und jetzt heißt es bibbern? Ja, also wissen die immer noch gar nichts, was ausgeht. Es sind, glaube ich, alle Teams gut. Und ändern kommt auch nichts mehr. Es ist so, wie es ist. Und schauen wir, wie es um 5 Jahre ausschaut. Bayern oder Baden-Württemberg, die Jury musste ganz genau hinschauen, wer gewinnt.